Moin Freunde, was geht, was geht? Mir ist ultra warm, weil in dem Helm, Bruder, in einem Zimmer ist es einfach die Hölle. Wir sind heute real life da. Ich stecke auch in meinem Helm, also in meinem Motorradhelm. Ist eigentlich für die Motorvlogs, kommt aber heute auf dem Minecraft-Channel, weil sich viele immer eine Roomtour wünschen. Und Bruder, ich schäme mich ja für mein Zimmer nicht. Ich hoffe, es ist auch nicht so viel Staub zu sehen. Ich habe jetzt extra aufgeräumt, extra für euch. Und wir machen heute mal die Roomtour und gucken mal, was rauskommt. Also erstmal, die Ecke seht ihr. Katastrophe, ich muss ein Visier hochmachen, ich kriege sonst keine Luft. Wir haben hier einmal eine Papp-Dings, das ist, bis die Papptonne mal wieder leer ist. Die ist bei uns nämlich mega voll. Dann hier hinten ein PC-Gehäuse. Ich will nämlich irgendwann für eine Kollegin von mir, die mich jetzt seit fünf Jahren knapp unterstützt immer, will ich meinen PC zusammenbauen aus Ersatzteilen von meinem PC, beziehungsweise alte Teile im Prinzip. Und dafür hebe ich immer das Gehäuse noch auf, weil das ist gar nicht so ein, Digga, es ist echt nicht so ein beschissenes Gehäuse, kein gutes, aber auch kein schlechtes. Also man kann es auf jeden Fall wiederverwerten. Dann seht ihr daneben Wäsche, ganz viel Wäsche. Und hier einmal ein dicker Fernseher. Den will ich eigentlich irgendwann mal an eine Wand bauen oder an eine Eckenwand, um das so zu sagen. Problem ist, ich habe bis jetzt noch nicht dieses Halterungstool und das kostet irgendwie 70 Euro und die habe ich halt nicht, beziehungsweise sehe ich es nicht früh auf, die für den Fernseher zu investieren, der am Ende auch mehr Strom kostet und mein PC frisst ja genug. Dann haben wir hier einmal Sportschuhe und normale Schuhe, also das hier sind die Straßenschuhe. Lass nicht drüber reden, ich bin kein Schuhmensch, ich weiß nicht, wie ihr da seid, aber Schuhe jucken mich überhaupt nicht und ich trage die einfach, Digga, ich trage die immer noch. Also es ist einfach, es ist mir auch echt egal und da ist Staub. So, warte, ich drehe mich mal bewusst so, dass ich euch nicht direkt das ganze Zimmer zeige. Wir haben hier jetzt einmal viele Spiegelungen. Inshallah, ich spiegel mich nirgendwo. Wir beginnen mal hier bei dem ersten Schrank. Das ist halt einfach nur so eine Schrankecke zum Aufbewahren von Klamotten, von verschiedensten Sachen. Da habe ich so einen Scanner, mit dem ich immer Dokumente etc. einscannen kann. Und hier haben wir einmal Traubenzucker-Lollis, ganz viele. Ich bin ja Diabetiker. Und das Problem ist, wenn ich jetzt unterzuckert bin oder so, Digga, dann brauche ich die einfach. Also no joke, ich brauche sie einfach. Das hat mir meine Freundin jetzt zum 17. Geburtstag geschenkt. Mega ehrenvoll. Das ist wirklich was ich wirklich brauche, versteht ihr? Das ist echt, das kam von Herzen von ihr, no joke. Mega süß, dann habe ich hier, ja, ich habe meine Zahnbürste im Zimmer. Vielleicht ein bisschen dumm, fühlen manche nicht, aber ich kann es nicht ab, wenn Leute an meine Zahnbürste gehen. Und ich weiß genau, wenn die bei uns im Bad liegt, dass irgendjemand von meinen Eltern oder so an die Zahnbürste geht. Und selbst wenn die nur hier anfassen, Bruder, finde ich schon ultra eklig. Da geht niemand ran, außer ich. Versteht ihr? Das ist mir wirklich wichtig. Und Plastikstrohhalme. Gibt ja nur noch Pappstrohhalme. Ich habe mir irgendwann mal vor anderthalb Jahren oder so Plastikstrohhalme bestellt und die halten auch seitdem, waren 100 Stück, sind jetzt immer noch mega viele. Also ich fühle mich schon ein bisschen schlecht, ne, aber komm, seien wir nicht sauer drüber. Hier ist mein Handy und hier ist noch eine alte Zeichnung aus der Schule. Na, was soll ich dazu sagen, das hat meine Freundin einmal, oder meine Freundin hat mir immer so Sachen darauf geschrieben und ich habe die dann gemalt, ist jetzt nichts Besonderes. So, wir haben dann hier Schubfächer. Diabetes-Zeug, was komplett vermüllt ist, lass nicht drüber reden, das hätte ich echt aufräumen können, Digga. Da haben wir hier noch neue Zahnbürsten, dass wenn jemand an meine Zahnbürste geht, ich die immer wechseln kann und alle vier Monate muss man die ja eh wechseln. Einen Lappen, so Ping-Pong-Spielzeug, noch mehr Zahnbürsten, hier ist noch eine Zahnbürste, ah, ich glaube, das war nur Papier, Lu. Das hier, wisst ihr, was das ist? Das ist, um einen Toilettendeckel, also einen Klodeckel zu wechseln. Da geht man unten ran und kann es dann aufdrehen, die Schrauben. Ich weiß auch nicht, warum ich das in meinem Zimmer habe. Keine Ahnung. Hier haben wir einmal den Ersatzhelm. Oh je, Vorsicht. Den Ersatzhelm. Und da drunter sind eigentlich nur alte Zeichnungen von mir. Weiß ich nicht, jetzt nichts Besonderes, ein paar Sketchbooks. Weil ich hatte eine ganze Zeit lang mal richtig aktiv gezeichnet, ich glaube über 2 Jahre. Und habe alles immer aufbewahrt, alle Sketches, alles in jeglicher Art und Weise. Davon gibt es, glaube ich, 3 Hefter. Und hier ist auch noch eine A3-Mappe voll mit A3-Bildern. So, hier haben wir Lappen, Putzzeug für das Motorrad, wenn mal hier, wenn wir mit irgendwelchen gefährlichen Chemikalien arbeiten, mache ich zwar selten, aber falls, dann haben wir das. Was ist das? Ich glaube, das ist einmal eine Kettenbürste. Ja, ich glaube, das ist eine Kettenbürste, Digga, ich bin mir ziemlich sicher. Warum ist sie hier drin? Ja, aber das ist, glaube ich, eine Kettenbürste. Und noch Ersatzlichter, falls ich die mal brauche. Weiß ich ja jetzt nicht. Und ein Ketonmessgerät, aber das ist wegen meiner Diabetes. Das führe ich jetzt mal nicht weiter aus. Hier geht's weiter. Diabeteszeug. Und Klamotten. Ganz viele Klamotten. Da unten ist auch mein Kostüm, was ich zur Mottowoche anhatte. Mehr gibt's da eigentlich nicht zu sehen. Ich wollte eigentlich damit einen Motorvlog aufnehmen. Problem ist, man kriegt die Kapuze nicht über den Helm und deswegen wäre das eh ultra lame. Heißt, es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Und hier haben wir den allerheiligen Schubfach.
Keine Ahnung, da ist alles Werkzeug drin. So Drogentütchen, falls ich mal wieder mit den Drogen deale und die Grams verkaufen muss. Hier haben wir einmal, ja, ganz viele Imbusschlüssel, alles sortiert. Hier ist dann noch eine Bohrmaschine und ich weiß nicht mal, was da drin ist, aber hier ist auch irgendwas Cooles drin. So, hier haben wir einen Faden. Klingt ein bisschen dumm, aber ich habe eine Zeit lang abends Workouts gemacht. Hab 2-3 Jahre das eigentlich gemacht und jetzt seit 6 Monaten aufgehört, habe dann wieder angefangen und habe mir hier ein Papier rangehangen, um da mal gegen zu boxen, weil ich habe keinen Boxsack. Und das mit dem Papier war mal eine gute Lösung. Ist halt ultra laut, das ist der Nachteil. Ist ultra laut. Ihr müsst versuchen, mit den Knöcheln da so gegenzukommen, dass ihr ein Loch in das Papier schlagt. Und wenn ihr das schafft, seid ihr echt krass. No joke, dann könnt ihr eure Kraft gut konzentrieren. Der Faden hängt hier immer noch, habe ich nie abgemacht. Manchmal, wenn ich hier rumlaufe, kommt er mir in mein Gesicht und dann BAM! Gibt's direkt einen Kick! Versteht ihr, wie ich meine? Nicht wundern, ich drehe mich extra nicht weit nach hinten, weil da das Fenster ist und ich dem Cutter nicht extra Arbeit machen muss, dass er es verpixeln muss. Wisst ihr, schlau, ne? Wir sparen uns gegenseitig Arbeit. Peace, Bro. Liebe dich. Hier haben wir dann einen Schrank von meiner Freundin, den mache ich jetzt mal nicht auf. Ich glaube, das stört ihre Privatsphäre. Das ist ihr Schrank, ist nicht meiner. Da sind zwar Sachen von mir auch, glaube ich, mit drin, aber nicht viele. Und deswegen ist es egal. Dann kommen wir mal zuallererst zum Bett. Ja, das ist ein Jungszimmer. Wundert euch nicht, hier ist kein Bettbezug drauf und kein Deckenbezug, weil ich das gerade wasche. Das liegt da hinten und habe hier schon einen neuen. Wunderschön, weil ich euch das zeigen will. Guckt euch mal diesen Deckenbezug an. Pummel Einhorn, Digga. Da drin schlaf ich und wisst ihr, wie ich mich fühle? Wie ein pummeliges Einhorn. Ja, so, dann haben wir hier einmal Ersatz-PC-Teile, ne? Die sind alle für den PC, was ich euch gerade erzählt habe. Da fehlt jetzt noch eine Grafikkarte momentan. Den Rest habe ich. So, hier haben wir dann das wichtigere Schubfach. Ersatzmäuse, hier PC-Schrauben, noch mehr PC-Schrauben. Ich baue meine PC-Specs immer selber ein und hebe deswegen auch alles auf, was ich in irgendeiner Art und Weise kann. Das ist auch alles ordentlich sortiert. Deswegen machen wir da jetzt nicht mal zu viel Wusch. Da ist wirklich alles drin. Ich hebe da immer alles auf, weil ich das wirklich wichtig finde. So, kommen wir mal zu der Ecke. Ihr merkt schon, ich werde das Geilste zum Schluss vorstellen, weil ich weiß, dass das Geilste das ist, was euch interessiert. Lul. So, hier haben wir einmal ein altes Handy. Digga, das ist mega am Arsch. Papier, eine GBL-Box. Habe ich von meiner Oma bekommen. Mega wild, no joke. Die hat sie mir einfach geschenkt. Die brauchst du nicht mehr, habe ich einfach mitgenommen. Dann haben wir hier einmal Schlüssel, Brille, alles fürs Motorrad, Hausschlüssel und... Jungs, ich bin reich. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Aber ich sammle immer mein Kleingeld und da ist mittlerweile ordentlich was drin. Die Box soll aber voll werden, vorher bringe ich das nicht weg. Wir können ja dazu dann auch ein Video machen. Ich weiß nicht, wie ihr da seid, aber ich hebe immer all meine ganzen Papiere auf. Ich bin jetzt 17 und ich habe schon 2 Ordner voll einfach, also wo alles Wichtige drin ist, weil ich das nicht meinen Eltern überlassen will. Von da meine Eltern, aber keine Ahnung. Wenn ich jetzt zum Beispiel Steueridentifikationsnummer brauche für irgendwas oder Rentennummer, Sozialversicherungsnummer oder meine Kontodaten oder was auch immer, dann will ich nicht hochgehen und fragen und dann suchen erstmal in ihren 1000 Ordnern, sondern ich habe das immer hier direkt in meinen Ordnern sortiert. Ich weiß, wo es ist und dazu habe ich auch auf meinem PC eine Festplatte und habe all diese Dokumente, alles, was ihr hier seht, habe ich eingescannt. Bedeutet, ich kann einfach in einem Ordner nach einem Stichwort suchen und habe direkt das Dokument in der PDF zusammen. Wie wild ist das bitte? Das macht so viel einfacher und das macht niemand. Ich weiß nicht, warum das jemand macht. Und hier unten wäre nochmal wichtig, eventuell ganz viele Kabel, WLAN-Kabel, PC-Kabel, HDMI-Kabel. Hier haben wir dann Motorradzeug, ne? Jacke ziehe ich jetzt nicht so oft an. In den Motorvlogs habe ich sie immer an. Aber trotzdem, so wenn ich privat fahre in der Stadt oder so, dann ziehe ich die meistens nicht an, um das ganz ehrlich und offen zu sagen. Hier haben wir Motorradrucksack mit der Powerbank drin, Motorradhandschuhe. Und hier dann, das habe ich heute erst gekauft, so ein Schloss für meinen Spind. Und Schuhe, schwarze und eine schwarze Hose, weil ich das für meine Ausbildung jetzt brauche, wo ich ab Montag anfange. Ihr seht das Video später, aber trotzdem. Hier haben wir dann einmal einen Schrank, ich muss mich ein bisschen beeilen, wir haben gleich Familienfeier. Hier haben wir einen kleinen Schrank, auch nur Visiere, GoPro-Equipment, Nierengurt, falls wir mal Autobahn fahren oder so, dass wir uns voll anziehen können. GoPro-Equipment, Kabellage, nichts Erwähnenswertes. So, hier haben wir dann einmal, ich versuche wie gesagt das Fenster relativ rauszumachen. Ich hoffe, der Kater macht sich nicht da zu viel Arbeit. Hier haben wir einmal alles, was man als Motorradfahrer braucht. Hinterreifenstütze, Putzzeug. Dann habe ich da Ersatzreifen für meinen Bollerwagen, fürs Zeitungen austragen. Dann haben wir hier ein Batterieladegerät, was wir nach Seasonende dann brauchen, irgendwann wieder. Dann Öle, Bekleberabmachhornzeug, Bremsflüssigkeit, Öle,
Fuck, was bist du nochmal? Ich weiß nicht genau, was es ist, aber wenn ich es brauche, dann weiß ich, was es ist, okay? Also Frieden. Ja, so, dann ist da ein Mülleimer, mehr nicht. Und jetzt kommen wir zu der Ecke, wo auch auf alle gewartet haben. Mein PC. Mein PC, PC-Komponenten sind alle unten verlinkt. Habe ich hier extra neben meinen Monitor, neben dem Tisch. Ich weiß, viele wollen das immer auf dem Tisch haben, aber erstens habe ich keinen Platz. Zweitens finde ich das echt ultra wild, weil du kommst ins Zimmer rein. Und das Erste, was du siehst, ist der PC so. Das Erste, was leuchtet, der PC mit dem Monitor und ich feiere das. Hier haben wir dann meinen Stuhl. Ja, keine Ahnung, Abdeckfolie. Hier haben wir Emmys Stuhl, wo Emmy immer drauf sitzt, meine Freundin. Auch mit einem Handtuch, weil auch Emmy schwitzt und hat Arschwasser. Bitte schlag mich nicht für die Information. Hier ihre Kopfhörer, da drüben sind meine. Und auch hier, bitte, lasst euch nicht triggern, die Kabelleiste ist komplett schräg, aber... Da ist eine Kabelleiste, wo alle Kabel, außer dieses eine, was ist das denn? Kannst du mal bitte... Ja, scheiß drauf, egal. Egal. Ja, auf jeden Fall, außer das eine Kabel, sind da Kabelleisten, dass alle Kabel ordentlich verlegt sind. Und dann haben wir hier drei babamäßige Monitore, die alle nicht ordentlich stehen, weil ich das nie mache und nie wirklich richtig eingestellt habe. Ich bin aber so zufrieden damit, von meiner Perspektive. Und hier streame ich immer, hier schneide ich, hier zocke ich, hier... Passiert eigentlich mein halbes Leben oder ist mein halbes Leben schon passiert? Das ist unfassbar krank. Ja, Mikrofon, Tastatur, Maus, ne? Bevor sich Leute aufregen. Ja, ich habe da Klebestreifen drauf. Warum habe ich die? Dass wenn ich mit fettigen Fingern beim Essen oder so hier raufkomme, das nicht an der Tastatur ist, sondern am Klebestreifen, wo ich es danach wechseln kann. Ja? Also wenn ich mal Chips esse oder so. Ich gucke mit meiner Freundin ein Video. Ich gehe an meine Maus, um ein neues anzumachen. Weil ich fettige Finger habe, geht das Fett an meine Maus. Mega ekelhaft. Das trocknet da, wird da fest. Überwack. Überwack. Also, viel einfacher habe ich da Klebestreifen, damit ich das wechseln kann, falls ich da rankomme. Passiert selten, aber wenn, dann ist es echt OP. Muss man einfach sagen. So, keine Ahnung, Flaschen, also trinken steht da. Dann hier sind noch Geburtstagskarten. Welche Geburtstag hatte? Und hier... habe ich eine Muschel, denn in dem Motorvlog, ich hoffe, das Video kommt, nachdem der Motorvlog online gegangen ist, aber in dem Motorvlog, wo ich mit Emmy am See war, haben wir am See zwei so eine Muscheln gesammelt und, weiß nicht, symbolisch hat sie eine und ich eine. Ah, nee, perfekt, Digga, ihre liegt hier. Sie ist gerade 5 Tage bei ihrem Dad, okay, dann habe ich symbolisch 2 und sie keine. Ja, aber das ist mein Zimmer, hier haben wir noch ein Star Wars Bild, würde ich sagen. Das ist mein Zimmer, das ist mein PC, wie gesagt, hier verbringe ich mein halbes Leben. Ich habe extra für euch aufgeräumt, ich hoffe... Inshallah, ihr fandet es nicht zu unordentlich und alles passt. Schreibt ja gerne eure Meinung zu meinem Zimmer in die Kommentare. Ich weiß, es ist nichts, eigentlich nichts, was man so kennt. Ne? Ich glaub, so ein Zimmer gibt es selten. Cool, weil ich verschiedenste Hobbys in den letzten Jahren durchlebt habe. Ne? Also, was heißt verschiedenes? Ich habe mein PC, ne? Streaming, YouTube, all das läuft ja da drüber. Alles verwalte ich hier, wirklich alles, alles. Und dann habe ich noch gezeichnet und halt jetzt der Motorradstuff, was ja wirklich einen riesigen, dicken Platz in meinem Leben mittlerweile eingenommen hat. Worüber ich auch glücklich bin, weil ich das einfach über alles liebe. Generell alles, was ich mache, liebe ich über alles und stecke da alles rein, was ich kann. Aber ist ja auch erstmal egal. Es ist ja kein typisches jugendliches Zimmer. Es ist nichts mit LEDs. Die Wände sind im Arsch, wie ihr seht. Ich versuche trotzdem das Beste rauszuholen. Ich fühle mich hier super wohl. Und das ist, denke ich, immer die Hauptsache bei so einem Zimmern. Ich kann hier super leben, ohne irgendwelche Probleme. Und das ist, denke ich, wie gesagt, einfach wichtig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal in einem Minecraft-Video oder einem Motorvlog wieder, je nachdem. Oder auf Twitch, jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag ab 20 Uhr, wobei sich das auch bis hierhin geändert haben kann, bis das Video online geht. Aber das kann der Cutter dann nochmal einblenden. Aber ich hoffe, euch hat die kleine Roomtour gefallen. Ich hoffe, wir machen das gleich in 2 Jahren nochmal, wenn ich meine eigene Wohnung habe. Und dann gibt es so auf TikToks diese Videos so, he made it, wisst ihr. Und dann sieht man so das und dann meine Wohnung, bam, versteht ihr, das wäre krass. Aber ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, meine Freunde.